Hallo, ja, ich möchte euch als allererstes meinen verschlafenen Hund vorstellen. Das ist der Rocky, das ist ein Golden Retriever, ist 3 Jahre alt. Und ein Golden Retriever, muss ich dazu erwähnen, muss man in der Regel nicht scheren. Es gibt Hunde bzw. Fellarten, die müssen regelmäßig alle paar Wochen oder Monate geschoren werden. Und bei einem Golden Retriever braucht man das nicht. Allerdings muss man bei einem Golden Retriever genauso auf die Fellpflege achten, dass man das Fell regelmäßig bürstet, badet genauso. Und man hat halt auch oft das Problem, dass zwischen den Pfoten sich jede Menge Dreck und Haare ansammeln. Jetzt zeige ich euch das einmal kurz. Rocky, nicht erschrecken. Hier sieht man zwischen den Pfoten, zwischen den Pads, sage ich mal, dass hier ordentlich Haare rauswachsen. Bei uns ist eben halt das Problem, dass sich das bei dem Rocky schnell entzünden kann und er dann nach einer Zeit nicht mehr gut drauf laufen kann. Deshalb müssen wir diese regelmäßig abschneiden. Ja, hierzu eignet sich am besten eine x-beliebige Nagelschere. Wenn man den Hund allerdings noch nicht so gut einschätzen kann, sollte man doch lieber zum Hundefriseur gehen, bevor man einfach Hand anlegt. Meiner weiß schon, was ihm blüht, deshalb muss ich ihn hier ein bisschen beruhigen, sag ich mal. Es tut ja nicht weh, aber er ist da pingelig und mag es nicht. Wir nehmen uns einfach hier die Pfote und gehen ganz vorsichtig hier an dem Fell entlang und schneiden es gerade mit dieser Nagelschere ab. Das tut dem Hund nicht weh, solange wir nicht an die Pads drankommen. Ganz wichtig. Ja, wenn wir das dann gemacht haben, ist es ganz wichtig, den Hund auch zu belohnen. Und zwar am besten mit lieben Worten, die dem Hund vertraut sind. Und natürlich einem Leckerchen. Fein. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Mein Set war nicht sehr einfallsreich. Ich muss das Ganze auf dem Boden filmen, da der Rocky einfach viel zu groß und viel zu schwer ist. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.